Was geht ab, Freunde des Internets? Ich bin's wieder, Slack, zum zweiten Mal schon im neuen Jahr, am 1. Januar 2018. Natürlich auch hier im zweiten Video wünsche ich euch natürlich auch nochmal ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen, habt gestern Silvester gut gefeiert. Ich auf jeden Fall schon. Ich habe ja gestern noch spontan 50 Minuten gestreamt an die Leute, die dabei waren. War richtig, richtig cool. Und heute dachte ich mir, machst du einfach nochmal ein zweites Video, weil hey, es ist immerhin der 1. Januar 2018. Das ist ein besonderer Tag und deswegen machst du auch mal eine besondere Anzahl an Videos, nämlich zwei. Ja, normalerweise ja nur eins, aber heute halt zwei. Und heute dreht sich alles um morgen. Denn morgen ist ja wieder Dienstag, das bedeutet, ein neues Fahrzeug wird im Rahmen des Doomsday-Heist-DLCs veröffentlicht. Ja, aber vorher gibt es nochmal eine Neuerung, denn heute ist ja der 1. Januar und da gibt es gleich zwei Neuerungen an diesem Tag. Die erste, heute ist der letzte Tag, wo das Weihnachts-Update noch online ist. Das bedeutet, ab morgen, ab dem 2. Januar wird wieder alles beim Alten sein. Es wird höchstwahrscheinlich keinen Schnee mehr geben. Alle Weihnachtsklamotten sind weg, die ganzen Weihnachts-Outfits sind weg, die Hupen sind weg und alles, was kostenlos war, ist halt leider weg, weil das Weihnachts-Update dann halt auch wieder vorbei ist. Dann müsst ihr bis nächstes Jahr warten, dann habt ihr die Sachen auch wieder, aber wie gesagt, morgen ist das Weihnachts-DLC erstmal zu Ende. So, und die zweite Sache ist, wir haben heute dann doch nochmal ein paar Geschenke bekommen, denn wenn ihr euch heute, das geht nur am 1. Januar, muss man dazu sagen, im Laufe des Tages noch in GTA Online anmeldet, dann bekommt ihr dann so eine kleine Meldung unten links, Happy Holiday, und dann seht ihr so ein paar Geschenke, denn ihr habt dann einmal die neueste Krampus-Maske bekommen, die vierte von den insgesamt, ja, vier Stück. Denn ihr wisst ja, wir hatten insgesamt vier Krampus-Masken und die haben wir jetzt halt im Laufe des Weihnachts-DLCs bekommen und heute gibt es halt die vierte Version davon. So sonderlich schön sind die nicht, ich bin da auch kein Fan von, aber auf jeden Fall trotzdem, diese Maske gibt es und die bleibt auch erhalten. Also morgen ist die irgendwie nicht weg, wenn das Weihnachts-DLC zu Ende ist. Nein, die behaltet ihr für immer. Dann bekommt ihr noch einmal den Silvester-Raketenwerfer, dann nochmal 10 Feuerwerke, die man da halt reinmachen kann und dann gibt es dann halt auch nochmal ein besonderes T-Shirt, was allerdings random ausgewählt wird. Wer ruft jetzt an? Da gehe ich nicht dran. Boah. Ich split die Lines, richtig krass. Auf jeden Fall gibt es dann auch noch ein besonderes T-Shirt, was halt der Zufallsgenerator bestimmt, was ihr da bekommt. Da gibt es ein paar Motive, aber wie gesagt, das ist halt ein T-Shirt. Da bekommt halt jeder auch ein anderes. Aber dieses T-Shirt, das behaltet ihr auch. Also das ist kostenlos für euch, aber das wird euch dann nicht weggenommen. Nein, weil es halt Geschenke sind, bleiben die euch für immer erhalten. So, das ist erstmal die erste Neuerung. Wenn ihr dann heute am 1. Januar nochmal zocken wollt oder so, macht das einfach. Einfach nur GTA Online starten, einmal kurz anmelden und einmal kurz spielen. Dann solltet ihr auch sofort in der ersten Minute unten links halt diese Meldung bekommen und dann habt ihr die Sachen auch. Wie gesagt, wenn ihr Bock auf sowas habt, dann einfach anmelden und dann ausnutzen. So, und die andere Sache ist dann, es gibt dann halt morgen wieder Fahrzeuge. So, jetzt muss ich aber ganz klar sagen, Leute, ihr wisst ja, mit jedem DLC gibt es auch noch sogenannten Dripfeed-Content, der dann nachträglich seinen Weg ins Spiel findet. Und jetzt haben wir natürlich auch wieder fürs Doomsday-Heist-DLC ein bisschen Dripfeed-Content bekommen. Und Dripfeed-Content sind halt Autos in den meisten Fällen oder Flugzeuge. Und da haben wir auch 13 Stück an der Hand insgesamt bekommen, die noch nach dem Doomsday-Heist-DLC veröffentlicht wurden. Ja, und jetzt ist es halt morgen wieder soweit. Zudem können wir dann auch schon die Reihenfolge, wie die Autos dann auf der Legendary Motorsport Webseite zur Verfügung stehen werden. Also wir können da schon im Gamecoding sehen, wann welches Fahrzeug released. Also wir wissen dann zum Beispiel die Reihenfolge, aber ihr seht ja auch gerade ein Foto und wie gesagt, das ist halt die Reihenfolge. Nehmen wir einfach mal an, hier der Übermacht Revolta, der kann erst erscheinen, nachdem der Grotti GT500 und der Lampadati Viserys zum Beispiel erschienen sind. Also das ist einfach die Reihenfolge. Da können wir uns dann sicher sein. Aber die andere Sache ist halt, es gibt zwei Webseiten. Einmal Legendary Motorsports und Southern San Andreas Super Autos. So, und da können wir uns jetzt halt leider nicht sicher sein, welche Webseite gewählt wird. Das bedeutet, für morgen haben wir zwei mögliche Fahrzeuge, die erscheinen. Aber hier kann es natürlich auch noch sein, dass man sich irrt. Wie gesagt, alles geht da als Credit an Foxy Snaps. Von dem haben wir nämlich die ganzen Informationen. Wie gesagt, es muss nicht zu 100% stimmen, aber es kann gut sein. Denn zum einen könnte das entweder auf der Legendary Motorsports Webseite der Anis Savestra sein für 990.000 Euro. Ist natürlich ein bisschen was teurer, gut 1 Million Euro, muss man schon sagen. Der Preis ist halt ein bisschen höher, aber gut. Der Wagen an sich muss dann ja nicht direkt schlecht sein. Ich meine, auf dem Foto sieht er relativ nice aus. Vielleicht habt ihr ja gerade auch Hintergrund-Gameplay, wo man mal diese Fahrzeuge sieht, wie ich sie tune. Vielleicht kriege ich das mit dem PC hin, keine Ahnung. Ich habe noch nie die Fahrzeuge gespawnt in GTA, aber wer gesagt,
Vielleicht seht ihr gerade ein bisschen Tuning und dann könnt ihr euch schon mal anschauen, wie geil dieser Wagen vielleicht aussieht, aber vielleicht bekommt ihr es auch nicht hin, dann seht ihr nur anderes Gameplay. Aber gut, das ist halt die erste Möglichkeit von den Fahrzeugen, die wir dann in GTA Online erwarten dürfen. Wie gesagt, kann man sich schon drauf freuen, aber auf die zweite Sache, wenn die morgen kommen würde, da würde ich mich mehr drauf freuen. So, jetzt melde ich mich gerade noch mal ganz spontan aus dem Videoschnitt wieder. Es gibt nämlich noch zwei kleine Sachen zu berichten. Erstens, ich kann jetzt ohne Probleme die ganzen Autos aus dem Doomsday High-DLC noch tunen. Das bedeutet, ihr seht da dann auch schon die ganze Zeit wunderbar Gameplay. Dann die andere Sache war noch einmal, im Los Santos Customs konnte ich leider noch nicht alles drauf tun. Das lag jetzt einfach daran, dass ich mir noch kein Savegame mit 100% runtergeladen habe. Das lade ich mir jetzt gleich direkt nach dem Video noch runter. Das bedeutet, in den anderen Videos werde ich dann auch alles drauf tunen können. Ihr könnt zwar jetzt schon alles sehen, aber auf dem Auto kann ich nicht alles drauf machen. Liegt einfach daran, dass ich mir noch eben schnell ein Savegame runterladen musste und ich das vor der Aufnahme von dem Video leider nicht mehr machen konnte. Ja, und was ich jetzt dann noch sagen wollte zu dem Anis Savestra. Dieser Wagen, der ist auf jeden Fall seine 900.000 Dollar wert. Also kauft euch diesen Wagen auf jeden Fall, wenn er dann rauskommt. Ihr seht es im Gameplay. Ich bin echt ganz fasziniert von diesem Wagen. Ich habe keinen Speedboost benutzt. Also am PC gibt es ja Mods, aber da habe ich keine benutzt. Ich habe ihn einfach nur bei Los Santos Customs aufgetunt. Und ja, die Geschwindigkeit, die kann auf jeden Fall überzeugen. Die Geschwindigkeit von dem Ding ist richtig, richtig nice. Und auch das Handling. Also das Handling, zumindest auf dem PC, mit einer Tastatur ist das wirklich, wirklich klasse. Das ist mega genial, wie direkt das Ganze ist. Natürlich, ich denke, auf einem Controller ist das Ganze nochmal ein kleines bisschen anders. Aber auf jeden Fall, das Handling an sich, das ist schon ziemlich geil. Ihr seht es im Gameplay. Ohne Probleme bin ich da auf fast Höchstgeschwindigkeit und zwischen den Spuren links, rechts, gar kein Problem. Also ist wirklich ein ganz klasse Wagen. Habe ich ja vor der Aufnahme noch nicht gewusst, weil erst nach der Aufnahme habe ich das Gameplay aufgenommen. Aber ja, das kann ich euch auf jeden Fall zu dem Wagen sagen. Also der ist auf jeden Fall sein Geld wert, wenn man auf Fahrverhalten legt, also auf Handling und Höchstgeschwindigkeit und sowas. Das ist auf jeden Fall nice und auch vom Aussehen muss ich sagen, sieht da eigentlich relativ geil aus. Denn wenn morgen die Southern San Andreas Superautos Webseite dran wäre, dann würden wir dort den Canis Camacho bekommen. Und der kostet bloß 345.000 Euro. Also Pi mal Daumen nur ein Drittel des Preises von dem Anis Savestra oder wie der hieß. Ja, und da muss ich ganz ehrlich sagen, auf den Canis Camacho, da freue ich mich auf jeden Fall viel, 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 viel mehr. Ich meine, das ist ein richtig, richtig nicer Jeep oder SUV. Auf jeden Fall was mit Offroad. Der sieht richtig, richtig geil aus. Man kann den richtig nice tunen. Also Tuning-Möglichkeiten haben wir echt mega viel. Wir haben richtig krasse LED-Panels vorne dran, der sieht generell mega aggressiv aus und der sieht auf jeden Fall nach einem ziemlichen Biest aus. Vier Leute passen in das Ding rein und ich denke, damit kann man auf jeden Fall eine Menge Spaß haben. Ja, und das sind halt die beiden Fahrzeuge, die wir dann morgen wahrscheinlich erwarten dürfen. Ich persönlich muss aber leider sagen, ich denke, dass wir ein Fahrzeug von der Webseite Legendary Motorsports halten werden, also den Anis Savestra für, wie gesagt, 990.000 Euro bzw. Dollar. Na gut, aber wie immer, die Zeit wird das natürlich zeigen, welches Fahrzeug wir denn dann bekommen werden. Und deswegen würde ich sagen, warten wir einfach bis morgen ab. Und ich meine, dann sehen wir es ja. Naja gut, aber das war es auch schon wieder mit dem Video. Hat dir dieses Video gefallen, dann zeig mir es doch mit einem Daumen nach oben oder einem positiven Kommentar. Abonniere mich doch auch gerne für mehr solcher Videos. Und bis wir uns jetzt also wiedersehen, wünsche ich dir noch eine wunderschöne Woche und ciao.